Schwangerschaftstest. Schnell und einfach, 2 Minuten. Plus schwanger, minus nicht schwanger. Schwanger. Ich bin nicht schwanger, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre schwanger. Und jetzt stellen wir uns weiter vor, ich will dieses Kind nicht. Ob eine Abtreibung dann in Frage kommt, muss jede Frau für sich entscheiden. Aber wenn sie sich dafür entscheidet... Was kommt dann auf mich zu als Frau? Und deswegen habe ich mir folgendes Beispiel ausgedacht, an dem ich das auch durchspielen möchte. Also, mein Szenario ist, ich bin 21 Jahre alt, in der 7. Woche ungewollt schwanger von einem One-Night-Stand. Wie kann ich abtreiben? Und der zweite Hit ist schon, ohne zum Arzt zu gehen. Wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, weil anscheinend in Deutschland auch Abtreibungen illegal sind. Was? Abtreibungen sind in Deutschland laut § 218 eine Straftat und können mit bis zu 3 Jahre Gefängnis bestraft werden. 3 Jahre? Also das ist ja wirklich kein Pappenstiel, ne? Sie bleiben jedoch straffrei unter folgenden Bedingungen. Nur bis zur 12. Woche kann ein Arzt eine Abtreibung durchführen. Nur mit Bescheinigung eines Schwangerschaftskonfliktgesprächs bei einer staatlich anerkannten Fachstelle. Wahnsinn, ne? Dass ich jetzt da, werde ich da jetzt beraten oder was? Kann ich das nicht als Frau selber entscheiden, ob ich das möchte oder nicht? Und Pro Familia, kenne ich den Namen, ist schon mal gut, bietet sowas an. Also jetzt wäre ich ziemlich aufgeregt, wenn ich schwanger wäre. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter. Ich würde gerne einen Termin ausmachen und es geht um Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Gut, danke. Ja, tschüss. In 3 Tagen habe ich jetzt einen Termin. Bin aber mal gespannt, was da kommt. Test habe ich hier und hier ist das Beratungsgespräch. Und ich muss zugeben, wenn ich jetzt schwanger wäre, ich will über dieses intime Thema mit niemandem Fremdes reden. Und dass ich dieses Beratungsgespräch brauche, um überhaupt eine Abtreibung durchführen zu lassen, das ist mir zu viel. Also ganz ehrlich, so ob des Themas, finde ich so die Spielsachen gerade ein bisschen beängstigend. Hallo, ich bin die Frau Zettler, Ihre Beraterin. Ah, ja, wir kommen gleich mit. Ja, gerne. Also jetzt stellen wir uns mal vor. Ja. Ich bin 21 Jahre alt. Wollen Sie ein bisschen erzählen, was Sie beschäftigt? Und seit wann wissen Sie von der Schwangerschaft? Haben Sie dem Mann erzählt, dass Sie schwanger geworden sind? Also da besteht keine Beziehung zu dem Mann, ja? Und das alles führt dazu, dass ich es vorziehen würde, diese Schwangerschaft abzubrechen. Mhm. Im Gesetz ist geregelt, wie ein Schwangerschaftsabbruch oder wann der gerechtfertigt ist. Und das sagt, innerhalb der ersten 12 Wochen, das ist die Frist ab Empfängnis, kann die Frau einen Abbruch machen unter der Voraussetzung, dass sie beraten worden ist. Und dass die Frau sagt, die Schwangerschaft würde sie in eine unzumutbare Notlage bringen. Die Beurteilung der Notlage ist nicht Sache der Beraterin, sondern es beurteilt die Frau am Ende. Knapp 95.000 Frauen in Deutschland haben 2016 nach so einem Gespräch abgetrieben. Ganz schön viele, finde ich. Das können ja nicht nur die Teenager sein. Gibt es ein Durchschnittsalter der Ihre Klienten? Alles zwischen, in der Zeit der Fruchtbarkeit praktisch, alles zwischen 15 und 45. Mhm. Und der Berg liegt zwischen Ende 20 und Mitte 30. Nein, wirklich? Ja. Mhm. Ja. Ach. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist ja tendenziell ein Alter, bei dem man sich denkt, Kind wird doch unmöglich sein. Mhm. Warum? Was sind da die Gründe? Ja, einer der wichtigsten ist, ich will kein Kind ohne Vater. Mhm. Finanzielle Gründe und ganz wichtig, inzwischen auch die Wohnungssituation. Heute leben viele, junge Akademiker, zu zweit in einem Einzimmer-Apartment, weil sie nichts anderes finden oder weil nichts anderes zu bezahlen ist. Leider. Also auch das ist inzwischen ein wichtiger Grund. Also was kommt denn da auf mich zu bei dem Tag? Wie treibt man ab? Das Erste ist, dass Sie einfach für sich wissen sollten, es gibt 2 Methoden, den Schwangerschaftsabbruch zu machen. Die eine ist medikamentös, die zweite Methode ist instrumentell. Und da wird die Schwangerschaft abgesaugt.
Müsste ich mich jetzt entscheiden? Nein, selbstverständlich nicht. Sie entscheiden sich nach dem Gespräch mit dem Arzt. Und von Ihnen würde ich auch die Liste kriegen für Ärzte, die beide Methoden. Ja, kann ich Ihnen mal holen, ja. Mhm. Also ich bin schockiert, wie warm man sich hier aufgenommen fühlt. Ich habe gedacht, da kommt mehr Gegenwind, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe Ihnen jetzt zwei Sachen mitgebracht. Mhm. Das eine ist die Broschüre über Schwangerschaftsabbruch. Und dann gibt es natürlich diese Liste mit den Ärzten. Die geben wir aber jetzt nicht jemand heraus, der nicht beraten worden ist. Also ich als Ariane Alter, Reporterin, kriege die jetzt nicht? Nein. Nur wenn ich... Wissen Sie, das ist so, dass die Ärzte leider mit Repressionen zu rechnen haben, wenn in bestimmten Kreisen bekannt wird, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Und es sieht dann im schlimmsten Fall so aus, dass ganze Gruppen betend vor dem Haus dieses Arztes stehen. Ich habe es in Augsburg auch mal bei einem Arzt gesehen. Da standen die mit großen Holzkreuzen davor. Und es ist weder für die Frauen noch für die Ärzte zumutbar. Mhm. Also muss man diese Adressen schützen. Probleme mit Abtreibungsgegnern sind sicher ein Grund, warum nur wenige Ärzte und Ärztinnen Abtreibungen durchführen. Wie ist denn das für Frauen auf dem Land? Gibt es da auch Angebote? Wenige. Ist für die Frauen schwierig. Oft müssen die weit fahren, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Das bedeutet, dass im Münchner Süden bis zur österreichischen Grenze niemand Abbrüche macht. Zum Beispiel. Also ich würde mich, glaube ich, aufgeklärt fühlen, wenn wir jetzt an dem Punkt... Ja, also wenn Sie die Informationen haben, die Sie brauchen, dann wäre jetzt der Punkt, wo ich Ihnen die Beratungsbescheinigung ausstellen würde. Mhm. Und dazu muss der Ausweis vorgelegt werden. Das ist die Voraussetzung dafür. Dann hole ich die mal. Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich froh, hier raus zu sein. Naja, ich habe jetzt aber diesen Wisch und eigentlich hätte ich ja noch Adressen von Ärzten. Kriege ich aber nicht, weil ich ja eben nicht schwanger bin. Das heißt, ich muss jetzt einen Arzt recherchieren, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und wie es mir dünkt, wird das eine ganz schön harte Nummer. Also Gynäkologen dürfen nicht damit werben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und alleine, dass sie auf ihre Website schreiben, dass sie diesen Dienst anbieten, das alleine ist schon Werbung genug. Und dafür können die dann verklagt werden. Das Ding ist auch, ich kann jede Operation an meinem Körper durchführen. Und ich persönlich, ganz privat, möchte den besten Arzt. Ich möchte ein Meer von Ärzten haben, aus dem ich mir dann den aussuchen kann, dem ich vertraue. Keine Chance. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter von Puls Reportage. Ich habe eine Frage zum Schwangerschaftsabbruch. Machen Sie gar nicht? Okay, ja, gut. Okay, danke. Tschüss. Guten Tag. Ja, allerdings würde ich gerne mit Ihnen ein Interview führen. Vor der Kamera. Wollen Sie gar nicht? Oh, ich hab's geschafft. Ich habe eine Gynäkologin gefunden. Sie ist in Berlin. Sie führt Schwangerschaftsabbrüche durch und sie möchte sogar mit mir öffentlich darüber reden. Oh, Gott sei Dank. Und auf nach Berlin. Hier ums Eck hat die Frauenärztin ihre Praxis, mit der ich mich jetzt treffe. Mein Beratungsschein habe ich auch dabei. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich schwanger bin und kurz vor meiner Abtreibung stehe, oh, dann wäre mir echt flau um die Magengegend. Frau Alter, bitte. Mhm. Guten Tag, hallo, bitteschön. So, also wir stellen uns vor, ich wäre schwanger, war beim Beratungsgespräch, habe die Bescheinigung davon, leg den jetzt Ihnen vor und dann, vor, ja. Dann sind auch 3 Tage schon vergangen. Und was wäre jetzt? Jetzt muss ich Sie noch mal fragen, ob Sie wirklich entschlossen sind, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Mhm. Und wenn Sie das sind, dann kann ich Ihnen beide Methoden erklären. Wie haben Sie das Gefühl, kommen die Frauen hierher, wenn der Abtreibungstermin ansteht?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind geerdet, weil diese Beratungsstellen-Situation noch mal Klarheit reingebracht hat. Aber es gibt auch Frauen, die schicke ich noch mal um den Block. Ich frage dann auch immer, wollen sie wirklich? Das kann ich nicht so über, das ist so wie das Leben, sehr unterschiedlich. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie möchten einen Schwangerschaftsabbruch. Dazu nehmen wir doch einfach mal dieses Modell, was ganz praktisch ist. Das ist die Gebärmutter, das sind die beiden Eierstöcke, das sind die Eileiter. Hier ist die Scheide und das ist der Muttermund. Hier sitzt die Schwangerschaft drin. Wenn ich einen operativen Abbruch mache, dann werden solche Röhrchen benutzt. Ja. Originalgröße? Das ist Originalgröße. Okay. Die sind unterschiedlich groß, die sind auch kleiner noch, je nachdem, wie weit sie sind in der Schwangerschaft. Ja. Damit gehen wir hier rein. Man dreht das mehrmals hin und her, dann wird die Schwangerschaft abgesaugt. Hier hinten ist so ein Schlauch dran und dann ist der Schwangerschaftsabbruch nach, je nachdem, 2, 6, 8 Minuten vorbei. 6 Minuten? Manchmal auch nur 2 Minuten. Und gibt es da Risiken? Es gibt Risiken. Man kann natürlich sehr stark bluten. Die Scheide ist nie steril, es können mal Bakterien aufsteigen. Und ich kann natürlich ich muss ja mit ein paar Instrumenten arbeiten, hauptsächlich mit dem kann ich auch mal die Gebärmutter verletzen. Und jetzt ist ja das Thema Abtreibung ein sehr umstrittenes, weil ich habe das Gefühl, die Frage ist, ab wann ist Leben Leben und ab wann nicht. Was ist das da? Man kann sagen, dass ab der 6., 7. Schwangerschaftswoche alles das angelegt ist, was ein Mensch braucht, um später mal ein Baby zu sein und auf die Welt zu kommen. Also ich möchte das gar nicht beschönigen. Ja? Aber es kann selbst noch nicht leben. Und es gehört zu der Mutter und die ist verantwortlich dafür und die entscheidet, ob sie das austragen will oder nicht. Die zweite Geschichte ist mit Tabletten. Es gibt eine Tablette, die arbeitet gegen das Schwangerschaftshormon. Das nennt man Gelbkörperhormon. Und das spielt so ein bisschen Igel und Hase. Immer wenn praktisch das Gelbkörperhormon, was zur Erhaltung der Schwangerschaft wichtig ist, andocken will, dann sitzt das Tablettenteilchen schon da drauf und dann kann die Schwangerschaft nicht mehr weitergehen. Die zweite Tablette, die man praktisch dann ungefähr 48 Stunden später einnimmt, die bringt die Gebärmutter dazu, hier ist die Schwangerschaft, sich hinten zusammenzuziehen und vorne aufzumachen. Eigentlich wie bei einer Fehlgeburt. Das macht natürlich Bauchschmerzen und es macht eine Blutung, die die Frauen zum Teil auch ein bisschen hoch. Ich blute sehr stark, weil alles das, was ich mit dem Röhrchen absauge, müssen die selber machen. Diesen Tag kann man ja auch in der Praxis verbringen und dann kann man immer mal wieder nachfragen und die Binden zeigen. Meinen Schwangerschaftsabbruch müsste ich selber zahlen. Das kostet so zwischen 300 und 500 Euro. Bei Frauen, die weniger als 1.142 Euro netto verdienen, werden die Kosten übernommen. Also ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland ja eigentlich verboten und wird straffrei. Ich finde, es klingt so komisch, wenn man legal sagt, weil ich finde, es ist nicht legal. Für mich ist es... Es ist Teil des Strafgesetzbuches und ich werde aber nicht bestraft, wenn ich mein Verbrechen unter gewissen Vorbedingungen vollführe. Ja? Hat ein sehr starkes Geschmäckle. Das hat mehr als ein Geschmäckle. Ja. Als Frauenärztin finde ich es unglaublich, dass das Teil des Strafgesetzbuches ist, dass ich dafür nicht veröffentlichen darf, dass ich das mache. Ich darf dafür werben, dass ich Brüste größer mache, Schamlippen verkleinere. Ja. Aber ich darf nicht sagen, zwischen Ultraschall, Schwangerschaftsbetreuung, Krebsvorsorge betreue ich sie, auch wenn sie eine ungewollte Schwangerschaft haben. Das darf ich nicht. Wir brauchen dieses Recht auf Abtreibung, weil es keine Verhütung gibt, die hundertprozentig ist. Und weil das Leben nicht so linear ist, wo ein Kind immer die Möglichkeiten hat oder wo die Frau die Möglichkeit, ein Kind großzuziehen. Und das gehört für mich zu den essentiellen Rechten der Frau, darüber zu entscheiden, bekomme ich das Kind oder bekomme ich es nicht. Und abschließend, was würden Sie Frauen raten, die ungewollt schwanger sind? Googeln Sie nicht quer durchs Netz, sondern schauen Sie auf die Seiten der Pro Familia, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da macht keiner Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, aber Sie werden vernünftig beraten und Sie können sich über alle Methoden ganz neutral informieren. Weil es steht sehr viel Unsinn im Internet. Ja,
Ja, auch bei diesem Thema. Auch bei diesem Thema, okay. Genau. Vielen Dank für die Beratung und wie das alles so funktioniert. Vielen Dank für Ihr Interesse. Unsere Frage war ja, was muss ich als Frau durchmachen, wenn ich abtreiben möchte? Und nach unserer kleinen Reise hier bin ich sehr erleichtert, dass ich nur Menschen getroffen habe, die sagen, es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung, was du für dich entscheidest, das ist in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, dass in Deutschland von behördlicher Seite einem das schon schwer gemacht wird und dass man sich als Frau durchaus bevormundet fühlt. Wie ist eigentlich eure Meinung zu der Abtreibungsregelung in Deutschland? Schreibt uns einfach hier in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da. Jeden Mittwoch 15 Uhr kommt von uns ein neues Video. Und wenn ihr meinen Kollegen Sebastian Meinberg mal radikal ehrlich sehen wollt, dann klickt mal da.